herzlich willkommen zurück bei Civilization. Ich sehe gerade einen Drakoner hier rumschwirren. Und jetzt greife ich ihn endlich mal an hier. What? Ich habe doch auf was ganz anderes geklickt gerade. Also manchmal. So, du greifst jetzt mal den noch an. Damit die erstmal ganz wegkommt. Dann können wir Einheiten verbessern. Unsere normalen Soldaten zum Beispiel beim Flankieren oder Heilung für benachbarte Einheiten. Heilung. Und unsere Flugzeuge. 50% bei Luftraum, 25% auf Verwundete. Auf Verwundete. Haben wir alles gemacht. Wir können Produktion noch wählen. Apostel. Ach nee, das ist ja die normale. Die möchte ich nicht. Ich möchte einen Verkünder. Möchte ich auch nicht. Ich möchte diesen Riesentypen. Ach, ich habe noch keine 12, ne? Ja. Dann möchte ich hier einfach nur einen Handelskonvoi haben. Und ich würde jetzt ganz gerne mit der Einheit angreifen. Kann ich nicht. Ich kann nur mit der angreifen. Über einen Fernkampfangriff. Machen wir das doch. Du brauchst noch ein bisschen was. Du brauchst auch noch ein bisschen was. Okay, nächste Runde. Dann geht's weiter. Dann hoffen wir mal, dass wir Prosperität richtig ein reinhauen mit dem Sabre. Also wie es jetzt aussieht, halt Prosperity sich genauso viel wie wir ihn reinhauen. Oh, oh. Was ist denn das? So, Lücke wird angegriffen, gut. Aber was ist denn hier? Uiuiui. Das sieht nicht gut aus. Erstmal kann Quen angreifen. Quen macht noch nicht mehr so viel Schaden. Ihr könnt auch angreifen. Ihr macht richtig Schaden. Das haut ihn aber nicht ganz weg. Also auf den Marodeur. Ich habe das dumme Gefühl, ich verliere Quen. Wenn ich mich nicht direkt umdrehe und da was tue. Ist okay, kannst du. Kannst du nicht. Du kannst jetzt aber auf Prosperität schießen. Du kannst auch drauf scheißen. Scheißen, genau, drauf schießen. Du kannst hier zurücklaufen und eventuell die Stadt zurückerobern. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich greife lieber die Stadt an. Komm, Stadt gegen Stadt. Stadt gegen Stadt scheint mir ein sehr guter Tausch zu sein. Erstmal. Ach nein, ich möchte das nicht. Abida. Okay, nein. Das dauert alles so lange hier. Das heißt, du hast doch Produktionsfokus schon. Wenn ich auf Wissenschaftsfokus setze, kriege ich weniger, als wenn ich auf Geldfokus setze. Ja. Muss man nicht verstehen, ne? Produktion wählen. Gib uns mal einen Recycler. Was haben wir hier? Wir haben jetzt wieder plus 10% alles. Kaufen. Da würde ich jetzt gerade nichts mehr kaufen. Tja, mit 3 Runden komme ich bis da. Tu das mal. Ach Mann, das sieht nicht gut aus. Kaufen.
Kannst du hier irgendwas Sinnvolles kaufen? Kannst du nicht. Dann geht's in die nächste Runde. Oh, und wir kriegen da ein mächtiges Problem. Hoffentlich versucht er die Stadt niederzureißen. Oh. 10 Runden Frieden, dafür kriegen wir die Stadt da unten. Oben, unten, oben, unten. Ja, ich würde sagen, das lehnen wir ab. Aber wir könnten damit Gwen retten. Uns neu aufstellen und dann nochmal angreifen. Aber es sind 10 Runden. Kann man das nicht kürzer machen? Ach komm. Ich hoffe einfach, ich kann zurückerobern. Ich hoffe es einfach. Okay, Gwen wurde also eingenommen. In 11 Runden wird sie erst vernichtet. Das ist okay. 11 Runden Zeit. Na, mal sehen. Was haben wir denn hier? Punkt und Wiederkehr ist gescheitert. Warum das? Naja. Ach, weil Gwen eingenommen wurde oder was? Ja, na komm. Egal. Technologie stehlen. Veteranenstatus. Du darfst dich direkt mal wieder heilen dann. Greif mal an. Wir reißen jetzt Prosperity ein. 10-8. Ja, ich bin mir sicher, dass ich da handeln möchte. Und du möchtest einen Fernkampf machen. Auch auf Prosperity. Und nächste Runde ist das dann unsere Stadt. Idioten. 6-9, komm. Mehr Wissenschaft. Ja, so viel haben wir gar nicht verloren hier. Wir müssen jetzt aber Quen direkt einen reindrücken. Damit wir die Stadt zurückkriegen. Haben wir auch direkt einen reingedrückt. Uiuiui. Das hat die Stadt ja mal praktisch umgelegt. Erkunde mal wieder automatisch weiter. Kannst du momentan nicht, dann kannst du dich bis zur Heilung verschanzen. Was machen wir? Alien-Ethik gestohlen. Alien-Ethik, okay. Zähneschutzgebiet. Ein Prunk pro Runde, wenn wir Geistesstamm bauen. Oh, mal sehen. Erstmal gibt es hier noch so eine Destillerie. Tja, da werden doch direkt mal weggeschossen. Problem ist nur, die Stadt wird vernichtet. Ich glaube nicht, dass man das rückgängig machen kann. Ich hoffe es, aber ich glaube es nicht. Ihr könnt nicht mal angreifen. Nächste Runde, komm. Das ist ja ganz schön blöd, wenn Quen vernichtet wird. Dann müssten wir dann nämlich eine neue Stadt gründen. Und er schafft es einfach nicht, diese Stadt anzunehmen. Aua, aua. Das sieht aus wie ein Problem. Sieht aus wie ein großes Problem.
Es tut mir leid, habe ich kein Interesse dran. Ihr haut euch doch eh die ganze Zeit auf die Fresse. Du kannst sie nicht direkt tot machen. Du kannst das aber. Dran-Status. Du kannst das jetzt noch viel mehr. Ach, da kannst du schießen. Kannst du das auch in der nächsten Runde erst? So, jetzt gib mir die Stadt. Das ist immer noch nicht meine. Unglaublich. So, 10-8. Warum fährst du denn da lang? Produktion wählen. Tja. Ich würde sagen, wir bauen hier mal schon mal eine Zentrale. Durch den Einsatz von Nanobots konnten wir eine völlig neue Struktur erschaffen. Die Nanofarm verbindet Technologie und Landwirtschaft in einer Art und Weise, dass wir Wachstum auf einer molekularen Ebene kontrollieren können. Man stelle sich eine Knolle vor, mit der man 10 Familien ernähren kann. Oder Schilf, das stark genug ist, um eine ganze Tonne zu tragen. Solche und viel mehr Dinge können wir jetzt erschaffen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Okay, manipulieren, um mehr Nahrung zu kriegen, oder manipulieren für mehr Energie. Energie. Wir haben die Grenzen, die uns die alte Erde gesetzt hat, längst überwunden. Jetzt müssen wir davon abkommen, bei einer Weide nur noch an Grünland zu denken. Das ist jetzt unsere Welt und wir legen die Regeln fest. Eine Weide erschafft nicht länger Nahrung, sondern Energie für unsere Bauwerke. Gut. Eine Einheit wurde getötet. Ja, leider. Und die Stadt hier ist immer noch nicht kaputt. Also die Stadt ist schon ziemlich kaputt, aber ich darf sie immer noch nicht einnehmen, oder was? Was soll der Scheiß denn? Nächste Runde. Na, dann gucken wir mal. Ob wir mit der KNDR hier die Stadt wieder kriegen. Weil Quinn ist ja echt nicht so stark. Ja, super. Also schaffen wir es nicht, Prosperität hier einzunehmen. Mann, Mann. Das Spiel verarscht mich doch gerade schon wieder ein bisschen. Geheimagent befördert. Na, was hast du denn geschafft? Ja, das sieht irgendwie echt. Und Geheimagent getötet. Achso, sehr gut. Geheimagent Bingqing wurde befördert. Du kannst ihn immer noch nicht ganz runterschießen. Du bringst gar nichts auf die Reihe. Die Stadt kriege ich nicht ganz tot. Aber du flüchtest jetzt mal bitte. In unbekannte Richtung. Ach Mann, ja, Prosperität werde ich versuchen, mir gleich über Friedensschluss zu erkaufen. Vorher kaufen wir hier noch was. Ach, wir haben noch keine 12, ne? Schade. Dann muss ich theoretisch noch warten. 4 Runden. Bis dann habe ich ja wieder so viel Geld zusammen. Dann gibt es hier noch einen, der kann da gleich runter marschieren. Damit ich Quinn eventuell doch noch retten kann. Ach, Utama kann ja gar nichts sehen. Los, lass mich die Stadt noch einnehmen. I'll just add this to the debit sheet. Gut. Können wir drüber hinwegsehen. Reiß diese Stadt ein. Ich will die wieder haben. Entschuldigung,
Ich habe wichtige Informationen für Sie. Unser Agent hat Technologie Fabrikation gestohlen. Fabrikation? Und wo ist die? Da ist sie. Magbahn. Okay. Hast du gut gemacht. Du kommst hier mal hin. Du räumst jetzt die Stadt weg. Hi, das war aber ganz schön knapp. Und jetzt messen wir bitte Frieden. Mit Elodie. Ich hätte von dir gern Prosperité. Cela ne nous amuse pas. Du gibst mir alles. Ich möchte aber gern Prosperité. Du kriegst dafür auch Energie. 300. Sehr gut. Prosperité ist meins. 15 Runden, okay. Aber wir haben Prosperité. Da sind die Einheiten nicht umsonst gestorben. Hier ist noch Kriegsrecht. Hier muss nicht Kriegsrecht, weil das war unsere. Frieden mit Elodie. Energieabschöpfen wurde abgebrochen. Ich habe Quinn eingenommen. Fabrikation gestohlen. Produktion wählen. In Prosperité, ja, eigentlich ist das doch jetzt vollkommen egal. Neurolabor gibt's. Questentscheidung. Dieses neue Startzentrum ist wesentlich fortschrittlicher als fortschrittlicher als die auf der Erde. Es ist nicht nur schick und effizient, sondern lässt sich auch nutzen, ohne die umliegenden Gebiete zu verwüsten. Da alles getestet wurde und sich bewährt hat, würden unsere Ingenieure nun gern ein paar weitere Änderungen vornehmen. Sie könnten zum Beispiel ein Doppelstartprotokoll hinzufügen, damit wir unser Orbitalnetzwerk vergrößern können. Oder sie installieren eine automatische Produktionsmatrix zur Steigerung des Produktionstempos. Was immer wir wählen, es wird auf jeden Fall unsere Aktivitäten im Orbit zugutekommen. So, Doppelstart oder Produktion. Ah, ne, Produktion. Den Planeten beherrschen nur, wer seinen Himmel beherrscht. Also werden die Ingenieure die automatische Produktionsmatrix installieren. Wenn wir unsere Orbitalproduktion steigern, kommen wir der Vorherrschaft im Orbit einen Schritt näher.
3, 2, 1. Ja, da sind wir wieder. Da hat's an der Tür geklingelt. So, wo waren wir stehen geblieben? Geheimoperation zuweisen. In Likör. Wollen wir eine Technologie stehlen? Ja, wollen wir. Oh, wir können hier neu zuweisen. Prosperität. Du gehst mal woanders hin. Da würde ich ungern hin. Ach komm. Warum nicht? Die haben bestimmt auch Sachen, die wir brauchen können. Produktion noch schnell wählen. Geistesstamm. Ein Punkt pro Runde für den Transzendenzsieg. Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt Hyperkern. 14 Phyrexit haben wir. Dann können wir hier ein Hyper... Nein. Ein Netzwerk. Ach, ja. Zuerst mal wieder einen Überblick verschaffen hier. Was wir hier so haben und was wir nicht haben. Aber eigentlich geht's uns ja ganz gut. Nächste Runde. Es sind auch nur noch 4, bis wir Euphenix... Ja, ich glaube, Putama schafft das einfach nicht. Die müssen vom Wasser kommen. Likör ist also so perfekt. Und auch Prosperität liegt eigentlich so perfekt. Ich konnte jetzt auch... Also theoretisch hatte ich es ein paar Mal. Aber naja. Trade is the lifeblood of nations. Natürlich. Hier hast du deinen Schilfstein. Ihr könnt schon wieder was aufwerten. Was haben wir denn hier zum Aufwerten? Stadtverbindung zwischen Quen und Tiangong errichtet. Verbesserung verfügbar für Flugzeugträger. Reichweite und Kapazität. Kapazität. Produktion wählen. Erstmal den Handelskonvoi hier wegschicken. 9-8. Und dann gibt es hier einen. Ja, was gibt's denn hier? Eine Klinik. Mensch, hier steht ja gar nichts mehr. Die Bürger sind alle abgeschossen worden, oder was? Mann, Mann, Mann. Alles tot. Questentscheidung. Unsere Ingenieure haben die Arbeiten an der neuen Xeno-Treibstoffanlage abgeschlossen. Schon bald wird unsere Bevölkerung nicht mehr von den schädlichen fossilen Treibstoffen der Vergangenheit abhängig sein. Auf diesem Planeten gibt es zahlreiche Möglichkeiten, unsere Zivilisation mit mit Energie zu versorgen. Aber jede birgt ihre Gefahren. Auf welche sollen wir als Treibstoff für unsere Zukunft wählen? Das schwächere, aber reichlich vorhandene Miasma oder wirkungsvoll aber begrenzte Xenomasse. Miasma gewährt sofort 1000 Energie oder Xenomasse gibt 3 Energie zur Produktion durch Xenomassebrunnen. Ich habe nicht so viel Xenomassebrunnen, deswegen hätte ich gern sofort 1000 Energie. Es ist besser, unsere Hoffnung an die Energiequelle zu hängen, die am reichlichsten vorhanden ist. Indem wir Miasma für unsere Xeno-Treibstoffanlage abbauen, wählen wir eine dauerhafte Zukunft für uns und unsere Nachfolger. Gut, dadurch haben wir Energie, die wir direkt in Kauf stecken können. Und zwar... Oh, wo rein denn? Was produzieren wir? Eine Klinik produzieren wir gerade, ne? Am liebsten ja den Hyperkern. Klinik haben wir gerade. Ach komm, dann gibt es ein Labor. Dann gibt es ein Neurolabor. So. Und welche Einheit dort Befehle benötigt, das sehen wir in der nächsten Folge. Ja, bis dahin viel Spaß und tschüss.